Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr nach allen Patches beim Zombie-Modus den 99 Leben Lobby-Glitch machen könnt. Hierfür braucht ihr wieder einen Freund und ich zeige euch das jetzt aus der Perspektive von Spieler 1, in dem Fall bin ich das. Und was Spieler 2 machen muss, werde ich euch dann nebenbei erklären. Also Spieler 1 geht in Mehrspieler, von hier aus auf eigene Spiele. Auf Spielregeln bearbeiten, auf Einstellungen und drückt die Optionstaste. Spieler 2 geht nur auf Mehrspieler und eigene Spiele und lädt euch jetzt von der eigenen Spielelobby zweimal ein. So, wenn die erste Einladung kommt, geht auf Spielerdetails ansehen und dann sagt euren Kollegen, er soll euch noch eine Einladung senden. Ihr geht wieder auf die Einladung drauf, geht wieder auf Spielerdetails ansehen. Jetzt sendet euer Kollege euch die dritte Einladung. Und wenn ihr auf die Einladung geht, bleibt auf Annehmen, aber nimmt noch nicht an. Jetzt muss euer Kollege euch noch eine Einladung senden. Und sobald die Einladung oben rechts erscheint, drückt ihr auf Annehmen und spammt die Dreiecktaste, sodass ihr in die andere Einladung reingeht. Also auf Annehmen drücken und ganz schnell Dreieck spammen die ganze Zeit, sodass ihr wieder dieses Fenster bekommt und dann geht ihr wieder auf Spielerdetails ansehen. Jetzt muss Spieler 2 die Lobby mit der Party zusammen verlassen, also einmal Kreis drücken, mit Party verlassen und danach ohne Party verlassen. Wenn er das gemacht hat, dann landet er in der Mehrspielerlobby und ihr habt dieses Bild hier. So, wenn euer Kollege dann in der Mehrspielerlobby ist, dann macht ihr das Ganze noch einmal. Sagt ihn, er soll euch erst eine Einladung senden. Wenn die Einladung kommt, dann geht wieder auf Spielerdetails drauf, Leute. Und dann sagt ihn, er soll euch noch eine Einladung senden. Wenn die kommt, geht ihr wieder auf Spielerdetails. Also ihr macht das wie im ersten Schritt. Jetzt sendet ihr euch noch eine Einladung. Ihr bleibt auf Annehmen, aber drückt noch nicht drauf. Und bei der vierten Einladung, wenn die oben rechts erscheint, dann nehmt ihr diese Einladung an, also drückt X und spammt Dreieck, sodass ihr wieder dieses Fenster bekommt mit den Einladungen annehmen und ignorieren und Spielerdetails. Ihr geht wieder auf Spielerdetails drauf, euer Kollege verlässt jetzt wieder einmal mit euch zusammen, dann ist er im Hauptmenü und dann verlässt er ohne euch. So, jetzt muss euer Kollege euch vom Hauptmenü wieder einladen, also wie vorhin. Er schickt euch die erste Einladung. Auf die erste Einladung geht ihr auf Spielerdetails drauf. Wenn ihr auf Spielerdetails drauf gegangen seid, dann schickt ihr euch noch eine Einladung. Dort geht ihr wieder auf Spielerdetails drauf. Dann schickt ihr euch die dritte Einladung und bei der dritten Einladung bleiben wir wieder auf Annehmen drauf, drücken aber noch nicht drauf. Und wenn die vierte Einladung kommt oben rechts, dann nimmt ihr an und spammt Dreieck, sodass ihr wieder dieses Fenster bekommt. Und dann geht ihr auf Spielerdetails. Und wenn ihr dann auf Spielerdetails drauf seid, sagt eurem Kollegen Bescheid, denn er muss jetzt in die Zombies-Lobby. Also vom Hauptmenü auf Zombies drücken und wenn er dann in Zombies drin ist, habt ihr dieses Fenster. Und dann müsst ihr ein privates Zombie-Match starten. Aber es kann sein, dass privat bei euch ausgegraut ist. Also bei uns war das jetzt ausgegraut und ich zeige euch dann jetzt, was ihr machen müsst, wenn privat ausgegraut ist. Falls es bei euch nicht ausgegraut ist, dann könnt ihr diesen Schritt hier einfach überspringen. So, wenn das dann ausgegraut ist, Leute, bleibt Spieler 1 einfach ganz normal in diesem Fenster hier stehen, so wie ich es mache. Und Spieler 2 startet einmal komplett das ganze Spiel einmal neu. Danach geht Spieler 2 wieder in Zombies rein und von Zombies wiederholen wir wieder dieses Ganze mit den Einladungen. Also schickt euer Kollege euch eine Einladung, ihr nehmt an und geht auf Spielerdetails ansehen. Dann schickt euch die zweite Einladung, ihr geht wieder auf Spielerdetails ansehen. Bei der dritten Einladung bleibt ihr auf Annehmen drauf, aber klickt noch nicht drauf. Und bei der vierten Einladung, wenn die oben rechts erscheint, drückt ihr auf X und spammt Dreieck, sodass ihr wieder dieses Fenster habt mit Spielerdetails. Dann klickt einfach wieder auf Spielerdetails und wenn ihr dann in der Lobby von eurem Kollegen seid, dann könnt ihr einfach mit Kreis zurück, bis ihr hier seid. Dann drückt einmal auf R1 auf Spieler, geht runter auf Eliminator und dann habt ihr hier den Selbstwiederbelebungszähler. So, jetzt schiebt den komplett nach rechts, bis ihr bei 99 seid. Und wenn ihr bei 99 seid, dann macht ihr mal einen zurück und einen vor, also von 98 auf 99 und zurück und wieder vor. Während ihr das macht, muss Spieler 2 jetzt ein privates Match starten, also kommt drauf an, welche Map ihr spielen wollt. Wir spielen jetzt Verlassener, also geht der auf Privat, Verlassener, startet das Spiel und verlässt die Party alleine.
Und ihr macht währenddessen halt euer Leben wieder von 99 auf 98 und wieder hoch, bis ihr in das Spiel reinjoint. Falls ihr das bei Ausbruch machen wollt, dann habt ein bisschen Geduld, weil bei Ausbruch dauert das mal länger, bis das Spiel startet. Dann müsst ihr so circa 30 Sekunden lang hier von 99 auf 98 machen. Aber bei der Maschine Firebase Z und Verlassener geht das, glaube ich, innerhalb von 10 Sekunden. Und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann spawnt ihr ins Game und habt unten 3 Leben stehen. Das ist nur ein Anzeigefehler, Leute. Ihr habt wirklich 99 Leben, wenn ihr das auch auf 99 gestellt habt. Diese 3 Leben ist einfach nur ein Anzeigefehler. Und jetzt kann euer Kollege wieder reinjoinen, wenn er will, und er hätte auch 99 Leben. Und falls ihr komplett ausbluten solltet, im Teammodus natürlich, bei Solo seid ihr tot, aber falls ein Kollege noch drin ist und ihr blutet komplett aus und joint dann nächste Runde wieder rein, dann habt ihr immer noch eure 99 Leben, Leute. Das Video war diesmal ein bisschen länger, tut mir leid, aber ich wollte euch das so verständlich wie möglich erklären, sodass es auch jeder versteht und jeder hinbekommt. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare, und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr doch ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.